Die Entscheidung ist nun gefallen. Ihr hört es, ich ein Video von unterwegs, aber ich wollte euch die News trotzdem berichten. Julian Nagelsmann übernimmt die deutsche Nationalmannschaft. Das hat jetzt Fabrizio Romano und die Bild einstimmig berichtet. Und das ist natürlich schon eine echte Herausforderung. Er wird einen Vertrag bis zur EM 2024 unterschreiben. Also gar nicht mal so lange, aber trotzdem übernimmt er jetzt erstmal die Nationalmannschaft. Sein Vertrag bei den Bayern wird aufgelöst. Das heißt, er wechselt ablösefrei zum DFB. Die Bayern haben sich darauf, ja, ich sag mal, eingelassen. Eigentlich hätte er ja noch rund 20 Millionen Euro bei den Bayern verdient. Darauf verzichten sie jetzt. Beim DFB wird er aber auch ein bisschen weniger verdienen. Circa 4 Millionen Euro im Jahr. Und wie gesagt, bis 2024 hat er da jetzt unterschrieben. Er wird damit der Euro-Coach und ich bin sehr gespannt, wie weit er uns dann bringen kann. Und hat sich in den letzten Tagen so ein bisschen, ja, ich sag mal, abgezeichnet, dass das passieren wird. Aber letztendlich haben wir es jetzt bestätigt bekommen. Wie gesagt, die Bild und Fabrizio Romano, die Bildberichte, das sind noch ein paar finale Details zu klären. Aber dann sollte dem nichts mehr im Wege stehen und Julian Nagelsmann wird DFB-Coach. Was meint ihr? Wird er die EM erfolgreich über die Runde bringen? Kann er uns zum Europameister machen? Ich hätte auch gerne Louis van Gaal gesehen oder Zinedine Zidane oder so, aber das wird jetzt nichts. Ich bin sehr gespannt, eure Meinung, wie gesagt, in die Kommentare.